Finanzunternehmen benötigen nun eine vollständig digitalisierte Abwicklung. Ganz gleich, ob sie Drucker, Zahnarztstühle, Bagger oder etwas dazwischen finanzieren. Wir haben Calms entwickelt, um Ihre Bedürfnisse bereits out of the box abzudecken. Wählen Sie Ihre Komponenten aus. Bestätigen Sie Ihre lokalen Einstellungen. Und los! In nur 90 Tagen ist Calms bei Ihnen einsatzbereit. Unsere End-to-End-Multi-Channel-Lösung ist für jede Unternehmensgröße geeignet. Sie können über unsere sichere Cloud-Plattform darauf zugreifen oder es lokal einsetzen. Sie übernehmen die Kontrolle über Ihre Daten im Einklang mit den lokalen Marktvorschriften. Effektives Risikomanagement? Kein Problem. Verkürzen Sie Ihre Reaktionszeit, senken Sie Ihre Kosten und verbessern Sie Ihre Datensicherheit. Gestalten Sie die Immobilienfinanzierung neu mit Calms. Willkommen alle zusammen. Vielen Dank, dass Sie sich heute für unser Webinar entschieden haben und teilzunehmen. Mein Name ist Peter Keinradl und ich bin der Direktor der Whitecard Group in Deutschland und Österreich, einen der führenden Anbieter von Asset Finance Technologien in Europa. Heute präsentieren wir Organisiert im Chaos Technologien und Ansätze, damit Kreditgräber wettbewerbsfähig bleiben. Mit Präsentationen von Dr. Peter Renkel, Hannes Müller und Benjamin Czerowatz. Bevor wir beginnen einige Hinweise zur Abwicklung. Wenn Sie während der Präsentation Fragen haben, geben Sie bitte diese in das Fragenfeld oder den Chat im GoToWebinar-Chat ein. Ich werde das beobachten. Am Ende der Präsentationen dann die Fragen vortragen. Es würde mir helfen, wenn Sie bitte bei den Fragen auf einen spezifischen Blog oder einen Vortragenden hinweisen, den Sie fragen möchten. Jetzt gehen wir ohne weiteres zu unserem ersten Vortragenden, Dr. Peter Renkel, der uns einen überfassenden Überblick in den aktuellen Stand der Branche in Deutschland und weltweit geben wird. Dr. Peter Renkel ist geschäftsführender Gesellschafter der MFP Mobility Finance Plattform GmbH. Zuvor war er über mehrere Jahre Geschäftsführer des Branchenverbandes Banken der Automobilwirtschaft, ein Zusammenschluss aller automobilen Herstellerbanken in Deutschland. Insgesamt ist er über 30 Jahre in der automotiven Branche und automotiven Finanzbranche zu Hause, unter anderem als für lange Zeit im Ford-Konzern und auch als Geschäftsführer von Volvo Autobahn. Peter, over to you. Ja, vielen Dank, Peter, für die Einführung. Jetzt muss ich nochmal sehen, dass ich hier die Folien wiederfinde. Wird jetzt angezeigt. Nein, Moment, cool. Ja, also ich denke, meine erste Beobachtung ist, dass wir Corona als Digitalisierungskatalysator erleben. Wir werden förmlich per Knopfdruck ins Jahr 2025 befördert und sehen, dass Projekte beschleunigt werden im Rahmen der Digitalisierung und auch im Rahmen der Mobilitätsdienstleistung. Man hat sich ja schon immer als Vorbilder die Tech-Unternehmen im Silicon Valley herangezogen, die GAFAs, Google, Amazon, Facebook, Apple. Aber das ist jetzt eigentlich noch verstärkt dadurch, dass gerade diese Unternehmen sehr gut durch die Krise gekommen sind. Die haben ja Zuwächse zu verzeichnen im Businessvolumen, während traditionelle Unternehmen, die digital nicht so gut aufgestellt sind, ja eher ins Hintertreffen geraten sind oder Umsatzverluste hinnehmen mussten. Und insofern glaube ich schon, dass Corona hier einiges beschleunigt. Und das spürt man eben oder hört man in Gesprächen mit der Industrie, dass dort Projekte beschleunigt werden. Kommen wir mal zum Thema Mobilität vielleicht als erstes, denn das beeinflusst auch die Art der Finanzprodukte, die sich darum ranken. Die Mobilität hat sich auch gravierend verändert. Das haben wir ja auch so mitbekommen, dass Leute
weniger fliegen, dass Leute weniger Bahn fahren. Auch im öffentlichen Nahverkehr sind Leute ausgestiegen, sind wieder auf individuelle Mobilität umgestiegen, ob es das eigene Auto ist, ob es ein Fahrrad ist oder ja, zu Fuß. Es gibt alle Möglichkeiten, man möchte nur nicht mit vielen Leuten zusammenkommen. Und das ist also definitiv eine Verschiebung, die wir hier beobachten können. Und das trifft auch neue Produkte im Markt, wie zum Beispiel Carsharing. Auch das hat gelitten. Stattdessen gibt es neue Produkte, die jetzt aufgetaucht sind. Das ist natürlich, sowas bietet Raum für neue Geschäftsmodelle. Und Stichwort ist hier Abo-Modelle oder Subscription-Modelle. Für Autos, die also dann auch nicht mehr geleased oder finanziert werden, Cash gekauft werden sowieso nicht, aber es geht ja darum, wie kann ich den Kaufpreis verteilen über eine längere Zeit. Und das Thema Flexibilität spielt eben jetzt auch in Zeiten der Unsicherheit eine große Rolle. Und da sind solche Subscription-Modelle, Abo-Modelle gerade der Hit, weil sie keine große Vertragsbindung erfordern. Man kann relativ schnell ein- und aussteigen, weil alle Kosten enthalten sind, so ja, wie bei Full-Service-Leasing auch. Aber wie gesagt, man hat diese Flexibilität und kommt da relativ schnell rein und raus. Das sind auf jeden Fall, also auf der Marktseite ist das dieser Haupttrend, würde ich mal sagen, in der Automobilindustrie im Moment. Und da gibt es Startup-Unternehmen, die das anbieten, von Fleetpool angefangen über Vivlacar oder Cluno, aber auch die Hersteller, die mittlerweile solche Modelle auch anbieten. Und da wimmelt es nur von Angeboten im Bereich Abo-Modelle. Auf der anderen Seite müssen natürlich auch die Geschäftsprozesse angepasst werden. Weil es macht ja wenig Sinn, einfach nur so ein bisschen Window-Dressing zu betreiben, nach außen hin sich als digital kompetentes Unternehmen aufzustellen und dahinter, es kommen dann papierbasierte Prozesse. Das heißt, das muss durchgängig organisiert sein. Und hier spielen natürlich Dinge eine Rolle, die jetzt auch zunehmend angegangen werden, insbesondere Robotics, Big Data, weg von papierlosen Prozessen, Early Scans, dass also Papier sofort umgewandelt wird in digitale Medien und auch weiterverarbeitet werden kann mit prozessorientierten Tools und so weiter und so fort. Das ist auch ein Trend, der sich jetzt beschleunigt hat aufgrund Corona und aufgrund auch der Kostensituation und weil man durchgängige Prozesse haben möchte. Ich denke, auch so aus der Beobachtung heraus, wenn ich mit Marktteilnehmern spreche im Bankenbereich, dass es zwei Gruppen gibt. Die einen, die schon vorher gut unterwegs waren im Rahmen der Digitalisierung, sich gut aufgestellt hatten. Die sind auch recht gut durch die Krise durchgekommen. Und andere, die hinterherhinken, entweder im Mittelfeld oder so gut wie noch nichts gemacht haben und letztendlich auf ihr altes Geschäftsmodell vertraut haben. Und was ich so beobachte, ist, dass die Guten jetzt auch nochmal Gas gegeben haben und Zusatzprojekte eben in Gang gesetzt haben, um diesen digitalen Prozess noch zu verfeinern. Und andere im Mittelfeld oder am Ende der Kette sich im Moment da gar nicht großartig bewegen, sondern ja, konzernbedingt teilweise auch zu Kosteneinsparungen gezwungen sind und Projekte eher in den Hintergrund geraten. Und da sehe ich ganz einfach, dass sich dieser Markt so ein bisschen aufteilt, dass das die Lücke zwischen Guten und Schlechteren wächst. Das wird sich irgendwann wieder schließen, klar, es kommen mal wieder normale Zeiten, denke ich, aber im Moment weitet sich eigentlich dieses Gap zwischen Early Adoptern oder High Performern oder digitalisierten Unternehmen und weniger fortgeschrittenen Unternehmen. Und da ist natürlich Potenzial, um da vielleicht auch Gespräche zu führen mit diesen Unternehmen, damit die auch nicht den Anschluss komplett verlieren und da auch weitermachen können. Als Ausblick
vielleicht aufgrund dieser Einschätzung, die ich jetzt gerade getroffen habe, würde ich sagen, der Kampf um den Kunden ist verstärkt, weil erstens der Markt im Moment schrumpft. Ja? Wir haben ja alle negative Wachstumsraten im Bruttosozialprodukt, glaube ich, weltweit. Das heißt, die Märkte sind kleiner als geplant und kleiner als im Vorjahr. Das führt immer zu größeren Wettbewerbsintensitäten. Und ich glaube, dass es hier auch einen Kampf gibt zwischen Plattformen und traditionellen Banken und Herstellern. Die Plattformen, die ja die Technologie haben, auch teilweise die Kunden letztendlich auch schon haben, weiten sich aus in ihren Aktivitäten und die Hersteller versuchen, sich zu digitalisieren. Es gibt auch Bemühungen seitens der Hersteller, ob das jetzt Mercedes ist zum Beispiel oder auch VW, die sich selbst als Plattform aufstellen möchten und dann mit bereits existierenden unabhängigen Plattformen konkurrieren. Wie das Spiel ausgeht, das wissen wir nicht. Aber man gibt natürlich auch nicht sein Terrain kampflos jemand anderen. Und das ist im Moment, denke ich, das, was hier passiert. Wir werden weiterhin einen Trend sehen in Richtung Digitalisierung der Kundenschnittstellen. Kunden werden zunehmend mehr Dinge schon machen können, bis zur Unterschrift und bis zum Vertragsabschluss. Technische Möglichkeiten sind alle da, aber sie sind eben nicht überall vorhanden bei jedem, sondern viele vertrauen eben noch auf bewährte Prozesse aus der Vergangenheit. Und da ist eben noch genug Potenzial und ich denke, dass sich der Markt dahin bewegt und dass da, wie gesagt, auch für alle genügend zu tun ist, um dieses Ziel zu erreichen. Das ist es von meiner Seite. Vielen Dank, Peter, für diesen interessanten Einblick in das aktuelle Marktumfeld und die Trends in diesem Bereich. Wie Sie sagen, es gibt sicherlich sehr viel zu tun hier für alle. Vor allem, und der Coronavirus hat es ja aufgezeigt. Schreiten wir uns jetzt weiter zu unserem nächsten Thema. Als nächster Sprecher wird mein Kollege Hannes Müller Entwicklungen im Bereich der Geschäftsabwicklung erläutern und welche Vorteile sich für Ihr Unternehmen dadurch ergeben. Hannes ist Business Development Director for Europe der Whitecar Group und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Leasingbereich und hat einen nachgewiesenen Erfolgsbilanz in der Equipment Leasing Branche. Hannes leitet verschiedene Bereiche im internationalen Leasingunternehmen, unter anderem als Head of Operation in der Flottenmanagement von Masterlease Austria und auch als International Head of Vehicle Competence Center für UniCredit Leasing SBA. Hannes, over to you. Ja, danke, Peter. Herr Dr. Renkel schon gesagt hat, Corona hat uns in ein anderes Zeitalter geschossen. Corona ist sicherlich ein Technologiebooster. Innovationen werden notwendig sein. Ja, das hat sich auch bei diversen Projekten schon im Kundenbereich gezeigt, dass hier eben die Herausforderungen und die Verbesserungspotenziale definitiv gesehen werden. Das eine ist sicherlich, wie sieht's aus mit dem Time to Market? Wie sind meine Produkte aufgestellt? Wie kann ich denn vorgehen? Auch der Vorsprecher hat schon gesagt, es gibt viele digitale Möglichkeiten. Aber wir befinden uns natürlich in rückgängigen Märkten. Das zeigt sich in Deutschland, wo das mobilen Leasing einen Rückgang um mehr als 13% aufgezeigt hat. In Österreich sind es 11%. In Österreich ist es so, dass der Leasingmarkt sich im Moment auf einem Niveau von 2017, 2018 bewegt. Speziell im Kfz-Bereich ist das natürlich auch ein dramatischer Rückgang, da immer noch in Deutschland 75% des mobilen Leasings im Bereich des Kfz abgewickelt werden. Nichtsdestotrotz, auch wenn es immer wieder strapaziert wird, aber Digitalisierung wird auch weiterhin Gültigkeit haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage,
Wo ist denn die Krise wirklich beheimatet? Steckt die Branche in einer Krise oder sind die Kundenanforderungen überschießend? Wir sehen es nicht als eine Kreditklemme. Kapital wäre an und für sich vorhanden. Allerdings sieht man natürlich, dass die Unternehmen, die Geld benötigen, die Kapitalspritzen benötigen, ihre Liquidität schonen möchten, jetzt nicht die beste Kreditwürdigkeit haben. Daher der Appetit vieler Finanzierungsunternehmen hier etwas geringer ausfällt. Auf der einen Seite, wenn man jetzt rein auf die Kundenbonität aufstellt. Im Leasingbereich, das ist ja der große Vorteil, könnte man oder sollte man natürlich auf das Asset Management berücksichtigen und hier die Objektwerthaltigkeit weiterhin berücksichtigen. Und auch wie der Herr Dr. Renkel schon angesprochen hat, kaufen wir damals, leasen wir gestern, nutzen und Abo wird es wahrscheinlich morgen sein. Es wird immer weiter in den Vordergrund treten und das ist auch die Kundenanforderung, das ist genau das, was wir auch sehen. Wir sehen, dass es der Kunde gewohnt ist, auch aus seinem privaten Umfeld heraus schon, Objekte zu nutzen, Objekte kürzere Zeit zu nutzen und durchaus Entscheidungen treffen zu wollen, Objekte kurzfristig auch zu tauschen. Das hat Bestand im Privatbereich, das hat Bestand bei diversen Investitionsgütern. Das hat natürlich keinen Bestand oder wird weniger Bestand haben bei Investitionsgütern für die Produktionsindustrie. Hier kann man darüber nachdenken, ob es vielleicht in Produktionsspitzen notwendig sein kann. Nichtsdestotrotz, die Softwarelösung des Leasingunternehmens sollte das auch abdecken. Oder wenn es nicht in der Kernsoftware vorhanden ist, dann sollten diverse Schnittstellen zu anderen Herstellern oder anderen Providern in diesem Bereich vorhanden sein. Das führt natürlich zu der Überlegung, und die ist immer gültig, passen denn meine Produkte? Man sieht, dass wenn man jetzt an diverse Online-Händler denkt, die relativ rasch vorangeschritten sind mit ihren Überlegungen, die Startups denkt, die durchaus einen Vorteil haben, in der Herangehensweise. Hier wird innerhalb von wenigen Tagen werden Produkte generiert, werden Produkte auf den Markt gebracht und innerhalb weiterer weniger Tage wird entschieden, ob das Produkt weiter Wertigkeit und Gültigkeit hat oder ob man vielleicht ein anderes Produkt implementiert. War in der Vergangenheit teilweise nicht im Finanzbereich, wird wahrscheinlich weiterhin stärker zum Tragen kommen. Das heißt, auch hier ist es notwendig, intern zu überlegen, wie schnell kann ich das machen? Kann ich das mit meiner bestehenden Technik machen? Sind meine Prozesse dafür auch ausgelegt? Und ist es notwendig, meine Risikomodelle zu überprüfen? Idealerweise wäre es speziell, wenn man mit Vendoren zusammenarbeitet, wenn man mit Herstellern zusammenarbeitet, so dass man innerhalb kürzester Zeit neue Finanzprodukte oder sagen wir es, Abwandlungen von Finanzprodukten dem Markt zur Verfügung stellen kann, darauf reagieren kann. Man denke an eine Frühjahrsaktion, wenn die aber dann nicht läuft, dann vielleicht diese wieder vom Markt zu nehmen und auch schnell wieder eine andere zu adressieren. Und das funktioniert natürlich mit den neuen Softwareprodukten einfacher, wenn diese auch dementsprechend gestaltet sind. Das heißt, direkte Konnektivität vom POS zum Backoffice-System, zur Leasinggesellschaft, direkte Kommunikation zwischen den einzelnen handelnden Personen oder Stellen, der Verkäufer beim Händler, übermittelt einen Antrag, sollte relativ rasch auch beantwortet werden und vielleicht sogar automatisiert werden. Das geht in die Richtung, die der Kunde auch erwartet. Das geht in die Richtung, und jetzt nehme ich an, Anschluss bei einem größeren Online-Händler, mit wenigen Klicks habe ich mein Objekt gesucht, mit wenigen weiteren Klicks oder mit einem Druck auf den Button habe ich mein Objekt gekauft und die Abwicklung der Finanzierung läuft hier mit Kreditkarte. Aber die Message ist, man muss nicht zum Händler, man kann alles online abwickeln. Und es ist im Leasingbereich natürlich der nächste Vorteil, wenn ich jetzt mit den
den Herstellern zusammenarbeite, dass ich nachgelagert auch gewisse Service-Dienstleistungen habe. Der BDL hat hier eine Umfrage gestartet und mehr als 90 oder fast 90% der Unternehmen haben definitiv Vorteile gesehen in zusätzlichen Service-Dienstleistungen. Also Finanzierung alleine war ein Produkt von gestern. Das zeigt natürlich auf, dass, wie ich gerade erwähnt habe, dass die reine Finanzierung immer noch Bestandteil ist, ja, des Leasingunternehmens, aber man muss sich davon lösen. Also man wäre wahrscheinlich in einer Nische zu Hause, wenn man nur das anbietet. Der Vorteil wahrscheinlich wird definitiv in der Sache liegen, hier Kooperationen einzugehen. Entweder Kooperationen und Abwicklungen, Prozesse, die ich selbst abwickeln kann, hier anbieten zu können. Schlagwort wäre Pay-per-Use zum Beispiel, hier näher mit dem Hersteller zusammenzuarbeiten. Wenn man an die letzten Dekaden denkt, war das ein Thema der Printherstellung oder der Printerhersteller, die so etwas schon vor einiger Zeit angeboten haben. Geht jetzt in die nächste Richtung, hier das auch bei Immobilien anzubieten oder auch beim Kfz anzubieten. Also definitiv Service-Dienstleistungen, aber nicht das klassische Fleet-Management nur zu betrachten. Also hier sollte man nicht sagen, Fleet-Management, das hat was mit Autos zu tun, das geht in eine Richtung, das kann ich nicht. Das hat auch Gültigkeit im Park von Equipment, von eben nehmen wir die Drucker wieder her oder CNC-Maschinen, wie auch immer, hier sehr eng zusammenzuarbeiten. Der Kontakt zum Händler oder zum Markt, zum Partner muss hier natürlich vorhanden sein. Was man auch sieht, wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren eintreffen, dass hier der Händler mehr zu einem Online-Partner werden könnte. Brauche ich wieder die Software im Hintergrund. Das Geschäftsmodell wird auch ein etwas anderes sein. Also der Kunde holt sich die Informationen aus dem Internet, generiert sein Angebot im Internet, online, schickt es vielleicht selbst oder der Händler macht es, den Kreditantrag zur Leasinggesellschaft. Hier wird entschieden und dann kommt wieder der Lieferant zum Spiel, der das Objekt ausliefert, der es serviciert. Hier ist eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Lieferanten vorhanden. Was natürlich notwendig ist, hier soll schnell agiert werden. Und wenn man jetzt an Kernsoftware denkt, Kern-Leasing-Software denkt, dann ist natürlich auch die Implementierungszeit und sind die Kosten dieser Software und dieser Lösung zu berücksichtigen. Langjährige Implementierungszeiten der Kernsoftware ist Vergangenheit. Hier muss es einfach schneller vonstatten gehen. Wenige Monate sind angeraten, um hier auch die Kosten und die Startkosten gering zu halten. Davon betroffen ist natürlich auch die Abwicklung, wie ich gerade erwähnt habe, wird vieles online passieren. Man darf sich hier nicht davor verscheuen, auch in diese Richtung zu gehen. Im Moment sieht man, dass diese Online-Aktivitäten bis zur Vertragsaktivierung durchaus schon gegeben sind. Danach aber nachgelagert sehr viel von der Leasingfirma übernommen wird. Man sollte vielleicht auch überlegen, ob man hier einen Schritt weiter geht, dem Kunden noch mehr an Möglichkeiten bietet. Wenn man jetzt wieder das Abo-System vielleicht hier anspricht, dass der Kunde auch die Möglichkeit hat, in seinem Self-Service-Bereich seine Verträge einzusehen, hier Änderungen vorzunehmen und auch das einfach zu machen. Der Vorteil, den wir in der aktuellen Zeit sehen, ist, es gibt immens viele Daten, die online vorhanden sind. Die Anbindung dieser Datenpools an die Kernsoftware ist jedenfalls notwendig. Da wird dann darüber auch der Herr Zerowatz davon sprechen. Es ist aber auch ein Kundenbindungsinstrument. Die Leasingunternehmen, die das anbieten können, können schneller agieren, diese Leasingunternehmen.
können kundenfreundlicher agieren, sind auch näher am Kunden. Wenige Klicks zum Angebot, wenige Minuten zur Genehmigung, wenige Minuten zur Lieferung, das ist das eine, aber im Nachhinein nachgelagert auch noch mit dem Kunden online zu kommunizieren und hier schnelle Reaktionszeiten zu bieten, das ist das nächste Thema. Idealerweise beginnt alles wie zu Weihnachten, allerdings mit dem Vorteil, man erhält das, was auch draußen draufsteht. Kinder machen ja die Box auf und sind dann vielleicht erschüttert, weil es jetzt nicht genau das drin ist, was man erwartet hat. Das soll gegeben sein. Diese Box soll die Marktkonformität gewährleisten. Prozesse sollen bereits vorkonfiguriert sein. Man muss natürlich auch bereit sein, hier die eigenen Prozesse auch zu überdenken. Schnittstellen sollten vorhanden sein, die Installation soll rasch vonstatten gehen und die Möglichkeit auch Updates zu erhalten und immer wieder neue Software, also neue Funktionalitäten zu bekommen, das soll natürlich auch gegeben sein. All along, jede Anwendung, die Sie verwenden, soll rasch und unkompliziert einsetzbar sein und das gilt genauso für die Erstimplementation als auch für die Zukunft, um Ihr Produkt, Ihr Geschäftsmodell, Ihr Unternehmen weiterhin erfolgreich zu unterstützen. Ich sage Danke und gebe zurück zu Peter. Danke, vielen Dank, Hannes, für diese Erläuterung. Es ist interessant, die Potenziale, die natürlich Technologie offeriert. Auf der anderen Seite wiederum kann ich sehen, ist der Serviceleistung eben, wie du sagst, und die Zusatzleistungen genauso wichtig. Der Kunden erwarten jetzt ja eine weitaus höhere Flexibilität als in der Vergangenheit. Unser dritter Sprecher ist der Benjamin Zerowatz, der mit uns über den Umgang mit dem Datenpool referiert und welche Auswirkungen dies auf die Geschäftsprozesse haben kann. Benjamin spricht über die Nutzung neuer Technologien als Kern des Zugriffs auf die Daten und um schnell auf plötzliche Marktveränderungen reagieren zu können. Benjamin, over to you. Danke, Peter. So, wir haben jetzt auch vom Dr. Wenkel und vom Hannes einige Schlagwörter gehört, die grundsätzlich auch für mich irgendwie die Inspiration waren, über was ich gerne reden möchte. Und zwar, wir haben ganz klar gehört, es geht verstärkt in Richtung Innovation. Wir haben durch Corona einen Boost bekommen. Die Digitalisierung schreitet immer weiter voran. Aber wir haben natürlich auch das Problem, wie können wir im Zeitalter von Budgetkürzungen und einem Druck eben auf die Finanzen Sachen umsetzen, wo wir klar sehen, auch vom Statistischen Bundesamt zum Beispiel in Deutschland, wir haben glücklicherweise eine V-Kurve bei der Erholung, obwohl ganz klar ersichtlich ist, dass wir noch immer nicht am Vorjahresniveau angekommen sind. Aber Firmen, die stark digital unterwegs sind, stehen sogar besser da. Die haben sogar zum Teil bessere Resultate angefangen, wie zum Beispiel die zitierten Online-Händler. Aber ich würde meinen, es geht eher darum, dass sie die Möglichkeit, sein Geschäft online umzusetzen, ist eigentlich der Haupttreiber für den Erfolg. Und dafür braucht man natürlich Daten und Analytics. Auch eine sehr gute Software, aber ich möchte ein bisschen über die Daten und Advanced Analytics reden und zwei Beispiele geben, ganz konkret, wie man mit Transaktionsdaten und Webdaten, also zwei alternativen Datenquellen, interessante Ergebnisse erzielen kann und eben auch näher an dieses Beispiel vom Hannes kommt, wo wir sagen, wir machen alles online. Also der Kunde klickt einfach alles an und dann landet das schön im Körbchen und wir finanzieren automatisch in ein paar Minuten bis sogar zur Vertragsunterzeichnung. Ganz konkret, einfach mal so als Einführung, wenn wir über automatisierte Prozesse reden, dann können wir grundsätzlich sagen, natürlich ein bisschen vereinfacht, dass automatisierte Prozesse eine Funktion von Datenvielfalt und Analytics sind. Das heißt, wenn wir mal hier auf dieses blaue Kästchen schauen, je fortgeschrittener wir in der Analytics sind, das heißt, wir nutzen Machine Learning, künstliche Intelligenz und sehr fortschrittliche Techniken zur Modellierung. Und natürlich ebenso mehr Daten, das heißt nicht nur traditionelle, sondern auch alternative Daten, desto besseren Einblick bekommen wir auf den Kunden, einen 360-Grad-Blick auf den Kunden, viel bessere Insights und natürlich können wir dann viel personalisiertere Angebote erstellen, viel schneller und viel
agiler reagieren und natürlich auch viel mehr Cross-Upselling und grundsätzlich mehr Wert aus dem Kunden herausholen. Aber natürlich auch sehr wichtig, das steigert die Kundenzufriedenheit und das wissen wir, ist ja extrem wichtig. Grundsätzlich auch, da wir natürlich über Risikoentscheidungen reden, dann würde ich mal so sagen, wir könnten sagen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Unser Ziel ist, die Gelbquote zu verringern. Das heißt, dass wir mehr automatische Entscheidungen treffen können, grundsätzlich mehr positive automatische Entscheidungen und weniger manuelle Prüfungsverfahren einleiten müssen. Wenn wir mal ganz oben schauen, das wäre ein traditionelles Datenmodell, sage ich mal, wo wir sehen können, dass wir ein gewisses Maß an automatischen Entscheidungen erreichen, aber trotzdem noch relativ viel manuelle Prüfungsverfahren einleiten müssen und zum Schluss dann natürlich in der finalen Entscheidung noch einige grüne und rote Fälle hinzukommen. Unten ist so ein Beispiel, wohin es eigentlich gehen sollte, wohin es gehen muss. Das hier durch eine Kombination von Transaktionsdaten, also zum Beispiel PSD2, also Open Banking Daten und verschiedenen Alternativdaten, die automatischen Entscheidungen viel stärker nach oben schrauben können, auch viel mehr positive Entscheidungen treffen können. Wir sehen grundsätzlich, je mehr Daten man hinzunimmt, zum Beispiel ganz konkret nehmen wir mal Transaktionsdaten, also Open Banking, grundsätzlich geht die Acceptance Rate ungefähr 5% nach oben. Das ist zum Beispiel sogar anhand von Daten aus England, wie Sie wissen, die haben wir schon vor 2 Jahren mit PSD2 beziehungsweise sie nennen das Open Banking bekommen. Das heißt, das sind schon statistisch auch robuste Informationen. Da sehen wir, dass wir 5% mehr positive Entscheidungen aufgrund von Transaktionsdaten fällen können. Natürlich gibt es weniger manuelle Eskalationen. Und das heißt natürlich auch, dass sich dann die Berater auch Zeit nehmen können, in den schwierigen Fällen, die sich mal besser anzuschauen und dann auch eine fundierte und bessere Entscheidung treffen zu können. Das alles natürlich bringt schnellere Entscheidungen, aber auch die Kosten gehen nach unten, weil sie schneller und effizienter entscheiden können und sich viel Zeit und Geld einsparen können. Ein kleiner Blick auf Daten, das ist jetzt hier ein bisschen, sag ich mal, ziemlich viel Information. Bitte konzentrieren Sie sich einfach auf das blaue Rechteck hier. Grundsätzlich, hier reden wir über die Relevanz von Daten. Welche Daten helfen uns? Hier ganz konkret, wir schauen mal auf also Privatkunden und auf KMUs, also auf SMEs, einfach weil dort gibt es natürlich das höchste Volumen, wo auch Automatisierung am meisten bringt. Und links sind dann die verschiedenen Datenquellen. Ganz oben ist ganz konkret zum Beispiel Transaktionsdaten. Dann haben Sie klassische externe Daten wie Auskunftsteilen und so weiter. Dann reden wir über verschiedene, zum Beispiel für Firmen, wie Bilanzdaten und ähnliche Informationen, operationelle Informationen, qualitative Indikatoren, zum Beispiel sehen wir, dass es Jobabbau gibt oder ähnliches und dann verschiedene öffentliche Daten, sei es zum Beispiel aus dem Web oder ähnliches. Und wenn Sie dann hier sehen, diese blauen Kreisen sagen dann grundsätzlich, wie stark ist die Vorhersagekraft, welche dieser Daten bringen uns am meisten weiter für die verschiedenen Typen von Kunden und grundsätzlich was gesagt werden kann, was man hier sehen kann aus dieser Matrix, dass Transaktionsdaten in Kombination mit traditionellen, also externen Datenquellen, wie zum Beispiel von Auskunftsteilen, zusammen mit neuen Alternativdaten, wie aus dem Web, extrem gute Ergebnisse liefern für Privatkunden und KMUs. Und eine Kombination dieser Daten kann uns natürlich helfen, eben die vorher gezeigte Gelbquote stark zu verringern und natürlich auch, was sehr wichtig ist, diese Daten sind ja auch real-time erhältlich. Das heißt, Sie können diese Entscheidung auch sehr, sehr schnell fällen, im Laufe von Minuten und natürlich auch, das hat, glaube ich, der Dr. Enkel gesagt, auch paperless. Das heißt, wir möchten von Papieren wegkommen und das einfach schnell vom Point of Sale sofort die Informationen einholen und grundsätzlich an den Leasing-Betreiber oder Provider oder wer immer der Entscheider ist, schnell weiterleiten. Ganz konkret ist hier ein Fallbeispiel, etwas über Transaktionsdaten, also PSD2. Grundsätzlich, was passiert denn hier eigentlich? Wie gesagt, ich möchte grundsätzlich inspirieren, das heißt, diesen Themen, da gibt es sehr viel Information, auch die Folien sind zum Teil sehr, sage ich mal, ein bisschen überladen, aber eben die Idee ist, dass ich Ihnen schnell einige interessante Punkte liefere, ein bisschen Denkansatz und dann vielleicht, wenn Interesse besteht, können wir natürlich gerne auch auf Ihre Fragen antworten oder etwas im Detail darauf eingehen. Grundsätzlich, wie funktioniert das mit Transaktionsdaten? Vereinfacht gesagt, wir holen natürlich, der Kunde muss dem zustimmen, wir holen die Transaktionsdaten von der Bank ein und dann sehr wichtig, mit Hilfe von Machine Learning müssen wir das kategorisieren, weil grundsätzlich diese ganzen Daten sagen Ihnen ja nicht viel, aber wenn sie richtig kategorisiert werden, das heißt, wenn wir genau die Kosten und die Einnahmen ordentlich kategorisieren, das muss man zum Beispiel auch gut machen, da muss man sehr gut darin sein, weil wenn Sie zum Beispiel zu granular vorgehen, dann haben Sie sehr viele Details, aber die Vorhersagekraft dieser Daten ist nicht sehr gut. Wenn Sie natürlich zu grob vorausgehen, dann können Sie den Kunden nicht wirklich perfekt einschätzen und auch die Personalisierung und zum Teil auch die Resultate in der Finanzierungsentscheidung sind dann nicht so gut.
Daraus, aus diesen Kategorisierungen, kann man dann KPIs erstellen. Wir erstellen standardmäßig zum Beispiel über 2000 KPIs. Das heißt, man kann sich dann sehr leicht ausrechnen, was man baut, was man braucht. Und natürlich darüber kann man auch noch Modelle setzen. Also nur ein paar Beispiele. Also man kann das natürlich für die Haushaltsrechnung, für Affordability rechnen, Vulnerability rechnen, Forecasting, perfekt. Ich kann Ihnen sagen, aufgrund dieser Daten, wie viel Sie in den nächsten 12 Monaten in Restaurants ausgeben werden. Nur als Beispiel natürlich klassisch Kreditrisiko, verschiedene Marketingmodelle, weil man die Kunden besser profilieren kann. Auch sehr interessant, also Scoreboost, man kann die klassischen Risikomodelle mit Transaktionsdaten füttern, beziehungsweise noch Modelle on top entwickeln. Und grundsätzlich sehen wir dort Verbesserungen im Gini von sogar über 20%. Und natürlich auch sehr wichtig, man kann auch Early Warning Systeme entwickeln. Die sind insbesondere interessant fürs Forderungsmanagement. Ein konkretes Beispiel, ich möchte Ihnen gerne auch immer ein bisschen Beispiele geben. Das ist eine sehr große, eine namhafte europäische Bank, international tätig. Die hat eben geschaut, wenn Sie recht schauen, wie können wir eben unser Kreditrisikomanagement mit Hilfe von Transaktionsdaten, von PSD2-Daten verbessern. Und wie können wir das natürlich automatisch machen mit Hilfe von Schnittstellen. Was wir gesehen haben, aufgrund eben der vorher gezeigten Klassifizierung von Daten und dann Entwicklung von analytischen Modellen, wir haben eine 20% bessere Prädiktivität, das heißt, die Scorekarten sind um 20% nach oben gegangen. Auch sehr wichtig, also das war ja, wurde ja auch angebracht, momentan ist ja auch Druck auf das Budget, das heißt, wie kann ich trotzdem vorne mitspielen, aber das natürlich auch kostenmäßig gut gestalten. Wir haben ein Return on Investment von über 100% gehabt im ersten Jahr, das heißt, das sind Sachen, die kann man relativ schnell umsetzen und die auch sehr schnell gute Resultate bringen. Und natürlich die Effizienz geht nach oben, man kann viel mehr automatisch entscheiden und grundsätzlich die Optimisierung des Kreditrisikobewertungsprozesses wurde erreicht. Das nur ganz kurz zu Transaktionsdaten. Dann noch ein anderes Beispiel, das finde ich auch sehr interessant. Das ist insbesondere interessant für KMUs, weil dort kann man das machen. Das ist dann auch datenschutzrechtlich sehr einfach. Und zwar Webdaten. Also das im Web, wir haben ja vorhin gesagt, alles wird im Web erreicht. Das Web weiß mittlerweile fast mehr über uns als wir selber. Und natürlich ist das auch sehr interessant für Kundeneinschätzung und Finanzierungsentscheidung. Grundsätzlich, was man machen kann, das ist zum Beispiel ein Service, das wir bieten. Sie können sehen, dass man eben aus dem Web verschiedene, nennen wir das einfach mal Softwares, einholen kann. Das heißt grundsätzlich die Suchergebnisse, wo und wie ist zum Beispiel eine Kfz-Werkstatt gegeben, wie stehen die aus in den Suchergebnissen, stehen die oben, stehen die unten, sind die in gelben Seiten zum Beispiel vorne, haben die eine Webseite, wie sieht denn die Adresse aus, kann man die leicht kontaktieren, wie schaut es mit den Öffnungszeiten aus, natürlich auch, was sagen denn die Kunden, wie sind die Bewertungen, was sind diese verschiedenen Informationen, die kann man natürlich automatisch einholen und dann wieder eine vereinfachte Darstellung, was dann eigentlich passiert. Diese Daten werden in Echtzeit bearbeitet, um eben einen Risikoscore zu erstellen für den Kunden. Und einfach mal wieder, das ist ein Beispiel zum Beispiel aus Spanien, wie gesagt, etwas vereinfacht dargestellt. Nehmen wir einmal Firma A, ein Restaurant. Wir sehen sehr positive Trends über die letzten 6 Monate. Auch die kommen nicht sehr oft, zum Beispiel in staatlichen und öffentlichen Quellen werden sie nicht oft genannt. Das ist nur so interessant zum Beispiel, das ist eben ein Beispiel aus Spanien im Süden. Wenn sie sehr oft bei öffentlichen Stellen genannt werden, ist das grundsätzlich eher ein negatives Signal. Wenn sie eher in den Norden gehen, Skandinavien oder auch in Deutschland, wenn sie dort öfters vorkommen, ist das eigentlich meist ein positives Zeichen. Das heißt natürlich, wir bauen diese Modelle spezifisch für das Land und da sehen wir auch Unterschiede. Das heißt zum Beispiel hier, sie kommen nicht sehr oft eben in diesen öffentlichen Stellen vor. Auch die Nachbarschaft ist gut, also auch die Adresse zeigt ein geringes Risiko auf und die Informationen im Web, also für Kontakte, Öffnungszeiten und so weiter, sind sehr gut, sehr robust. Und wie gesagt, vereinfacht gesagt, das ist dann ein verringertes Risiko. Oder zum Beispiel Firma B, ein Hersteller. Ne? Wir sehen dort, der Trend ist schlecht. Die Bewertungen gehen nach unten. Auch kommt viel zu oft in öffentlichen Stellen vor. Auch die Nachbarschaft ist nicht unbedingt optimal. Und die Kontaktinformationen werden immer weniger oder sind nicht vorhanden. Und grundsätzlich ergibt das dann ein höheres Risiko. Das ist etwas ganz Spannendes, natürlich auch jetzt in Zeiten von Corona, weil hier können Sie gewissermaßen Informationen einholen und nehmen wir zum Beispiel dieses Restaurant als Beispiel. Sie können dann zum Beispiel sehen, hat so ein Anbieter die Transition geschafft zum Beispiel und ist auch gut unterwegs und kann zum Beispiel gut zustellen, bekommt immer noch gute Bewertungen, hat ja Kunden, das kann Ihnen natürlich sehr gut helfen, dass Sie einschätzen, möchte ich da noch etwas finanzieren.
Und wieder ein Fallbeispiel, das ist ein großer DAX-Konzern aus Deutschland, der Finanzierungsarm, der hat sich natürlich überlegt, wie kann ich bessere Entscheidungen treffen und auch natürlich kundenfreundlicher, das heißt schneller. Und die haben eben Webdaten getestet. Und was wir gesehen haben, also auf über 50.000 Firmen, das Portfolio für Deutschland, wir haben gesehen, der Gini nur durch Webdaten war 60. Das ist für die Experten unter Ihnen schon ein Extrem. Das ist ein hervorragendes Ergebnis, sogar wenn Sie mit klassischen Daten arbeiten. Für Webdaten sogar sensationell, würde ich meinen. Ich muss sagen, wir bekommen nicht in jedem Land so gute Ergebnisse. In Deutschland sind es extrem gut. Wir sehen auch, dass die meisten Kunden wurden auch im Web gefunden. Das hilft natürlich das Ganze. Und die interne Score wurde auch über 20% verbessert. Das heißt, ein sehr, sehr positives Resultat. Und man kann sehen, das kann man natürlich sehr schnell anbringen, wie schnell und wie einfach man wirklich Resultate bringen kann, die, wie gesagt, erstens mehr die Acceptance Rate geht nach oben, zweitens die Effizienz wird gesteigert und drittens die Kundenzufriedenheit geht nach oben, weil sie viel schneller und viel besser entscheiden können und der Kunde weniger mit Papieren und anderen Sachen belästigt wird. Das war jetzt von meiner Seite so ein bisschen als Inspiration, ein paar Beispiele, wie können wir alternative Daten und Analytics nutzen, um näher am Kunden zu sein und um bessere Risikomanagement-Ergebnisse zu erzielen. Und ich stehe natürlich gerne für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Vielen Dank, Benjamin, für diese Präsentation. Es ist klar für alle, dass Daten immer mehr und mehr wichtig werden. Wir sehen es ja in den verschiedenen, vor kurzem mit Amazon und so sagen, das sind ja alles Datenkraken. Der Challenge ist immer auch, die Daten so richtig zusammenzuführen, dass sie also auch eine Bedeutung bekommen, also zu verlinken. Oft, wo da hier dezentrale Systeme eben dagegen stehen. Wir werden uns jetzt auf die Fragen und Antworten des Webinars konzentrieren. Wenn Sie es nicht getan haben, dann tragen Sie bitte die Fragen in der Chat-Funktion des Webinars ein und ich werde sie dann vorlesen. Es sieht so aus, wir haben ein paar Fragen hier. Die erste Frage ist an den Peter Renkel. Peter, Sie haben mehrere Technologien vorgestellt. Welche davon sind die effektivsten, um einen Vorteil im Wettbewerb zu bekommen? Also welche Bereiche sehen Sie derzeit als die am effektivsten, um Technologie im Wettbewerb einzusetzen? Das ist die Frage. Ja, es geht also um die Digitalisierung der Kundenschnittstelle und die Digitalisierung der Backoffice-Prozesse. Bei der Kundenschnittstelle muss dieser Prozess für den Kunden möglichst reibungslos und weitgehend sein, bis zur digitalen Unterschrift. Und dafür sind auch andere Prozesse notwendig. Es kommen auch Kunden rein, die normal über das Händlernetz gekommen wären. Und wenn man eine digitale Strecke hat, sind das eben sozusagen Direktkunden. Die haben vielleicht auch ein anderes Risikoprofil. Auch da muss man vielleicht an die Scorecard ran und sehen, wie sich diese Kunden verhalten im Portfolio. Das andere ist Backoffice-Prozesse. Ich hatte schon Early Scan erwähnt. Es ist sehr wichtig, dass man schnell im Prozess vom Papier wegkommt. Am besten bekommt man also gar kein Papier von Kunden. Aber wenn das so sein sollte, muss dieses Papier relativ schnell digitalisiert werden und dann in einem Prozessflow bearbeitet werden. Das sind die Dinge, die anstehen, um einen durchgängigen digitalisierten Prozess zu bekommen. Mhm. Ja, ich bin sicher auch, man muss auch überlegen, die Umgebungen, also wie zum Beispiel in Chatprozesse und so Sachen und wenn etwas schief läuft, dass das auch dann auch halbwegs auf der digitalen Strecke bleibt und dann nicht plötzlich auf Post und Telefon wiederum zurückgreifen muss. Genau. Also hier ist eben da ja auch ziemlich viel Arbeit normalerweise notwendig, um das Ganze konsequent durchzusetzen. Ich habe dann noch eine Frage hier diesmal an den Hannes. Welche Bereiche in der Kreditvergabe werden in der Zukunft wachsen und welche Bereiche werden schrumpfen? Also der Anfang der Frage war, Online-Trading wird immer mehr der neue Standard. Welche Bereiche in der Kreditvergabe werden in der Zukunft wachsen und welche Bereiche werden schrumpfen? Hast du da eine Meinung dazu? Ja, ich
denke, die Frage geht oder die Antwort kann in die Richtung gehen, es, wie auch der Herr Renkler gerade angesprochen hat, weg vom oder auch die Datenmengen, die vorhanden sind, weg von einer manuellen Kreditentscheidung. Hier denke ich, dass die Kreditentscheidungen in den Small Tickets, wo jetzt viele Informationen schon vorhanden sind, wo rasche Entscheidungen notwendig sind, weiterhin oder vermehrt online oder vermehrt digitalisiert im direkten Kontakt. Damit meine ich, der Kontakt zwischen dem Händler, der den Antrag gerade oder das Angebot erstellt hat, entweder automatisiert Entscheidungen bekommt oder digital direkt mit dem Kreditentscheider in Kontakt tritt. Wo weiterhin die Kreditentscheidung durchaus manuell unterstützt werden wird, sind Big Tickets oder größere Unternehmen. Also hier wird man keine automatisierten Entscheidungen vorantreiben können, auch aus Risikosicht. Und hier macht es auch aus Kundensicht durchaus Sinn, weiterhin den direkten Kontakt mit dem Kunden zu pflegen. Also ich denke, dass die Qualität der Beratung steigen wird, das Massengeschäft je nach Geschäftsmodell natürlich auch digitalisiert weiter steigen wird. Ja, es ist ja interessant, dass du sagst, wie der Peter Renkel auch gesagt hat, die Digitalisierung, der wirkt sich dann sehr auf der Kreditentscheidung auf. Wenn man hier online um Mitternacht einen Kreditantrag anmachen kann, möchte man auch um Mitternacht die Antwort sehen. Also hier ist ein klassischer Fall, wo eben dann die Automatisierung durchgehend durch den Prozess sein muss. Ich habe noch eine Frage hier, die ist ein bisschen generisch gehalten. Das glaube ich mit Strich an alle. Vor allem für die jüngere Generation wird der Online-Marktzugang vor allem durch wenige große Anbieter wie zum Beispiel Facebook, Apple oder Amazon kontrolliert. Wie kann man als einzelner Anbieter von Kreditservices hier erfolgreich sein, wenn die auch eben vielleicht möglicherweise in Zukunft im gleichen Bereich agieren? Soll ich die Frage mal, Peter, vielleicht fangen wir mit dir an? Ja. Hast du deine Meinung dazu, Peter Renkel? Ja, also ich glaube nicht, dass die sagen wir mal, alle Facetten des Geschäftes abbilden können. Haben sicherlich schon viel geschafft, auf die Beine gestellt, das ist mir klar. Aber es geht auch darum, dass man die Mechanik der Industrie versteht und auch den sagen wir mal, immer noch wichtigen Dreiklang zwischen Hersteller, Händler und Bank. Und da auch die Abstimmungsmechanismen versteht. Und die sind sehr schwer nachzuahmen und sind auch nicht alle digitalisierbar. Da geht es auch um physische Kontakte und Austausch von Informationen physischer Art. Ich halte es für schwierig, dass die das Modell komplett übernehmen. Die werden Aspekte übernehmen, werden sicherlich Teilprozesse auch besser darstellen können als die traditionellen Anbieter, aber ich sehe da keine komplette Verdrängung. Also da gibt es Substitutionseffekte, klar, aber keine Verdrängung. Wichtig ist, dass sich die traditionellen Marktteilnehmer eben auch aufrüsten und das tun sie im Moment sehr stark. Also geben das Feld nicht kampflos über. Und ich bin da sehr eigentlich positiv gestimmt, dass die es schaffen werden und auch in einer neuen Zeit ihre Relevanz behaupten können. Ja, vielleicht kann ich Peter ein paar Sätze auch noch dazu sagen. Ja. Ich glaube, also nur mal so als Beispiel, wenn wir ein bisschen nach Osten schauen, nicht nach Westen, dann haben wir Alibaba. Und die haben sich ja schon komplett vertikal integriert. Die heißt, die haben auch eine Bank. Ne? Das heißt, man könnte schon mal so sagen, dass grundsätzlich, wenn der Wille da ist, das Geld haben die ja und das Know-how auch, es ist nicht komplett unmöglich, dass die auch in so eine Richtung gehen. Grundsätzlich würde ich eher sagen, wenn wir uns mal Facebook oder Amazon und ähnliches anschauen, ich weiß nicht, vielleicht, wenn jemand auf Mute gehen könnte, aber ich höre ziemlich viel Echo jetzt, wenn ich rede. Wenn wir jetzt mal Amazon, Facebook und ähnliches anschauen, das sind ja Primärökosysteme. Das heißt, die sind darauf ausgerichtet, dass sie sich zusammen mit verschiedenen Anbietern, die gewisse spezifische Know-hows haben, sei es jetzt auch in der Finanzierung, zusammenlegen und damit dann für den Kunden die besten Resultate liefern. Das heißt, es ist davon auszugehen, insbesondere wenn wir jetzt schauen, wenn wir nach Europa schauen, wir reden jetzt über Europa, würde ich meinen, dass ich daraus eher Vorteile sehen könnte und dass man die Plattformen, sei es wie
Facebook oder Amazon oder ähnliches nutzen könnte, um grundsätzlich schneller und besser am Kunden zu sein und auch mehr Geschäft zu generieren. Dass ich davon ausgehe, dass zum Beispiel Amazon recht bald Elektronik und ähnliche Sachen im Konsumentengeschäft selbst finanzieren würde, ich würde ja sagen. Mit Hilfe von Transaktionsdaten und den ganzen anderen Informationen, die sie über uns als Kunden einholen, können wir uns weitaus besser scoren, als das eine Bank heutzutage kann. Das können sie schon morgen machen, wenn sie möchten. Und die haben die ganzen Kapazitäten mit der Cloud und so weiter, um das schnell und einfach umzusetzen. Das heißt, für das ist ein kleiner Schritt und die Finanzierung heute, wo Kapital praktisch umsonst ist, insbesondere für jemanden mit solchen Reserven und solchen Marktpositionen wie Amazon oder ähnliche, das geht schon. Und auch physisch würde ich meinen, wir wissen ja, dass die auch physisch, die machen auch Geschäfte auf. Das sieht man ganz klar, die Vorreiter in der digitalen Branche, die machen auch Brick and Mortar. Das heißt, die suchen Präsenz, das sieht man ja auch bei Tesla und so weiter. Das heißt, die werden ja in Richtung Showrooms und ähnliche Richtung gehen, die werden sich auch physisch zeigen. Ne? Und in dem Sinne würde ich meinen, da wird schon einiges passieren, aber ich würde mich jetzt kurzfristig nicht da fürchten, sondern ich würde eher sehen, ökosystemmäßig, da kann man eher Nutzen draus ziehen, wenn man schon klug ist. Ich denke auch, das ist eine graduelle Entwicklung in diese Richtung, keine revolutionäre. Und es werden sicherlich auch erstmal Produkte oder Dienstleistungen dort angeboten, die weniger erklärungsbedürftig sind, die einfach digital verkauft werden können. Wir haben aber auch gerade in der Autoindustrie ja gerade den Trend zu Mobilitätsaspekten oder Mobilitätsfeatures in Fahrzeugen, die für die meisten ja vollkommen unbekannt sind, die auch erklärungsbedürftig sind. Ob das jetzt ein adaptiver Abstandsmesser ist oder Spurhalteassistent, keine Ahnung, Leute, die das noch nie hatten, die brauchen Beratung vor Ort, die wollen eine Probefahrt haben, die wollen, dass da jemand auch ihnen Selbstsicherheit gibt, dass sie die richtige Entscheidung getroffen haben. Klar kann man das auch alles digital machen, aber ich denke, die meisten verlassen sich da immer noch auf Face-to-Face-Kommunikation. Und solange das ist, und das sind ja auch Big-Ticket-Items, da geht es ja um 60, 70, 80.000 Euro. Ich weiß nicht, ob ich das per Mausklick freigebe in der Größenordnung. Da ist bei mir noch, da bin ich noch nicht angekommen bei meinem Ausgabeverhalten. Das dauert sicherlich noch eine Zeit. Aber ganz klar, sagen wir, einfache Produkte, auch wieder jetzt im Auto, Bild bleibend, ein Fiesta, 15.000 Euro, Diesel, 70 PS, rot. Wenn ich den für 14 kriege statt 17, warum soll ich dann nicht drauf klicken? Klar, das kann ich machen. Kurz von meiner Seite, ich sehe das aufgrund eines Projekts, das wir gerade im umsetzen. Amazon kann ein Ideengeber sein, wird meiner Meinung nach im Investitionsgüterbereich für die Produkt, speziell hier jetzt für die OEMs und die Vendoren, die in direkten Kontakt mit den Banken und dem Kunden stehen, aber keine Konkurrenz sein. Aber jetzt sollte man sich darauf vorbereiten, dass man den Gedanken eines Marketplaces mit der Finanzierung und zusätzlichen Servicedienstleistungen einmal einfließen lässt in das Geschäftsmodell. Okay, vielen Dank. Ich habe eine andere Frage, jetzt diesmal an Benjamin. Sehen Sie, dass sehen Sie eine potenzielle Erniedrigung der BaFin-Regulation oder des regulatorischen Umgebung, wenn Sie die alternative Sourcen für die Kreditentscheidung nehmen, also wie Sie gesagt haben, dass Sie eben außerhalb der traditionellen Kreditagenturen auch andere Informationen hereinholen. Wie weit wird das BaFin zustimmen und auch natürlich auch mit dem Datenschutz itself, wie weit ist das mit dem Datenschutz vereinbar? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal vielleicht ganz kurz Datenschutz. Zu sagen, Datenschutz heißt genau, man muss ja fragen. Ne? Ich meine, Sie teilen ja, wir haben die vorhin mehrmals in den Mund genommen, also mit Amazon, Google und so weiter, Sie teilen mit den Daten, das können Sie sich gar nicht vorstellen, was die alles über die wissen. Ne? Also Sie haben nur ihr Handy, gibt mehr als 160 verschiedene Parameter an Informationen von sich. Und das, ich rede jetzt nur über die Technik. Ich rede nicht über die ganzen Cookies und so weiter, was auf den Webseiten sonst noch passiert. Das heißt, und Sie haben da ja gesagt, ne? Die haben mich nur nicht gefragt. Das heißt, grundsätzlich würde ich mal meinen, was Datenschutz betrifft, man muss in der Customer Journey das in den richtigen Zeitpunkt einbauen. Wenn der Kunde, das sieht man ganz klar, insbesondere bei der jüngeren Generation, wenn ich was dafür bekomme, dann gibt er sehr gern Daten und Informationen frei.
wenn ich keine Papiere mit einbringen muss, wenn ich zum Beispiel sofort eine Finanzierungsentscheidung bekomme, dann werde ich auch meine Kontodaten teilen, ja? Zum Beispiel. Ja? Das nur mal so grundsätzlich gesagt. Was die BaFin betrifft, das ist ja meist so, die hinkt immer ein bisschen hinterher. Wir sehen das nicht nur bei der BaFin, wir sehen das auch in Europa insgesamt. Ich bin relativ viel in Europa tätig, nicht nur in Deutschland. Die meisten Regulierungen, das heißt, man versaut oftmals mehr. Ich habe wieder dasselbe Problem mit Echo, wenn Sie bitte auf Mute gehen könnten, weil ich höre mich immer selber, das ist ein bisschen schwierig. Sie sehen ja das auch zum Beispiel, also grundsätzlich die Regulierung verzaut mehr vielleicht einen DHL-Fahrer, der, ich weiß nicht, vielleicht vor 3 Monaten aus Polen gekommen ist, dass der, wenn er irgendein Paket zustellt, dass er ihren Personalausweis besser identifizieren kann als zum Beispiel ein maschineller Algorithmus, der das hunderttausende von Mal ausgewertet hat und der das dann viel präziser kann. Aber wir vertrauen dieser Sache trotzdem mehr, was heißt. Das wird sicher ein bisschen schwieriger sein, was auch ganz klar ist bei der BaFin. Wir haben ja mit N26 und anderen ziemlich viele Probleme gehabt. Da hat die BaFin, glaube ich, auch ziemlich gut reguliert. Weil da muss man verschiedene Sachen besser machen. Man kann digital nicht einfach sagen, das löst alle Probleme, geschweige denn, das muss man auch gut regulieren und gut darauf aufpassen. Ich würde meinen, wie man das momentan nutzen kann und wie das meistens genutzt wird, man nimmt das als Zusatzinformation. Ein guter Berater wird sich natürlich auch die Webseite von einem potenziellen Kunden anschauen und sich eine Meinung bilden. Das können Sie automatisch bekommen und dann in den Entscheidungsprozess einfließen lassen. Das heißt, als zusätzliche Information nutzen. Wir haben natürlich auch, das nennt man so die Explainability der Machine Learning Modelle, gibt es. Die ist eingebaut, die muss eingebaut werden für solche Sachen. Das heißt, man kann auch die Finanzierungsentscheidung erklären, wieso sie positiv oder negativ ist. Das ist einer der Hauptgründe und ich bin mir sicher, das wird sich auch ändern. Aber wahrscheinlich nicht kurzfristig. Aber was ich kurzfristig sicher machen würde, ich würde experimentieren und ich würde solche Daten und Informationen anfangen zu nutzen und dann sehen, wie ich mich damit weiterentwickeln kann, weil man muss einfach anfangen. Sie können nicht warten, bis das Ganze komplett überall angekommen ist in der Breite, weil dann sind Sie hinterher. Weil heutzutage essen nicht die großen Fische die kleinen, sondern die schnellen Fische essen alles. Und da, Sie müssen schnell sein. Okay, danke. Benjamin, wir könnten sicher noch sehr lange reden hier, aber leider sind wir jetzt am Ende dieses Webinars angekommen. Vielen Dank an alle, die sich angemeldet haben und teilgenommen haben und ich hoffe, Sie haben irgendwas, eine wertvolle Erkenntnis gewinnen können. Wir werden Ihnen eine Folge-E-Mail senden mit einem für Feedback, aber auch mit einem Zugang zu dem Recording von diesem Webinar, wenn Sie das noch einmal vielleicht Teile ansehen wollen. Wenn Sie irgendwelche andere Themen diskutieren wollen, dann bitte lassen Sie uns wissen. Ansonsten vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und ein schönes Wochenende auch. Wiederhören. Wiederhören. Ciao.